Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Heute erledigen wir die große Ori-Kinder-Quest, welche sich über das gesamte Ori-Dorf strecken möchte. Doch davor müssten wir die ganzen Racker noch zusammentrommeln und zu Kiels Gesangsübungen, ja, ranziehen. Mit ihrer Hilfe können wir dann daraufhin ein, ja, knackiges Musikrätsel abschließen und werden dann mit einem Schrein, den wir sogar noch abschließen müssen, also kein Segen, belohnt. Also lasst auf jeden Fall ein Like dafür, euren schnellen Frühsupport und ein Abo und dann viel Spaß im Video. Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zurück zum nächsten Part, der Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ja, wir befinden uns hier vor einem Schrein, den wir noch nicht gemacht haben. Das symbolisiert uns das große orangene Symbol über diesem Schrein dort. Denn wir sind im letzten Part hier stehen geblieben, nachdem wir ein paar Quests zum Ori-Dorf gemacht hatten und auch die Quest, diese Schrein-Quest erledigt hatten, welche mit dem Herz dort oben, welche sich in diesen Ori-Felsen eingeschliffen hatte, zu tun hatte. Und nun stehen wir hier davor, wollen diesen Schrein abschließen und noch ein paar weitere Quests dort erledigen. Nur mal als Hinweis direkt, ich habe dieses Video schon ein weiteres Mal angefangen, war sogar schon sehr, sehr weit. Ein Vorteil hat das Ganze. Dadurch, dass ich jetzt weiß, was ich zu erledigen habe, kann ich alles ein bisschen kürzer fassen für euch. Problem war nur, ich habe mal versucht, in einem anderen Auflösungsformat das Video aufzunehmen, in einer besseren Auflösung, habe da aber ein paar Einstellungen falsch bedacht, muss dann ziemlich viel denken und dadurch war das Bild total ruiniert, ja. Dann habe ich natürlich daraufhin, nachdem ich dann eigentlich fortsetzen wollte meine Aufnahme, weil ich es nicht ganz geschafft hatte bis zum Livestream, weitermachen wollen, ganz entspannt, dann ist mir das aufgefallen, dieser Fehler, weil ich durch Zufall halt eben, ja, das Ganze erledigen wollte und nochmal ganz kurz nachgucken wollte, ob jetzt wirklich alles rund lief damit und nein, es lief glücklicherweise, dann habe ich es auch rechtzeitig mitbekommen, nicht alles rund und somit habe ich es schaffen können, noch geradezu die ganzen Autospeicherdateien von Breath of the Wild zurückzusetzen. Es ist das hier, was ich jetzt hier gerade aufgerufen hatte, was ihr ja auch vom letzten Video vom Anschluss her kennt. Diese Datei ist wirklich die letzte Datei gewesen, die autogesaved wurde. Hätte ich jetzt noch ein bisschen länger Breath of the Wild gespielt, oder warte mal, als wir das in den Schrein triggern. Genau, das war nämlich dieses Kanonenspiel hier. Diese großen Kanonen haben wir schon mal ähnlicherweise in einem anderen Schrein gesehen. Nur hier sind sie nochmal betrachtlich größer. Und zwar nicht in einem anderen Schrein. Die haben wir bei den Goronen gesehen. Ganz genau, bei den Goronen diese Kanonen. Da mussten wir auch die Bomben reinrollen und konnten da Steine verschießen. Die waren eben, wie gesagt, nicht in dieser betrachtlichen Größe wie diese Wummer hier. Die Kugel scheint hier anscheinend durch dieses Podest hier reinzuspawnen wieder, komischerweise. Hab mich auch gerade gewundert. Lustig. Um beim Punkt zu bleiben. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass die Datei nicht ganz rund lief und ich habe jetzt halt die zuletzt möglichen Speicherdatei nochmal zurückgegriffen und das war gerade die. Also hätte ich das Spiel noch ein bisschen länger gespielt. Warte mal. Nee, das ist dumm, oder? Oh, aber gerade so, Alter, gerade so. Diesmal sogar im First Try. Jetzt bin ich warm geworden. Nee, es ist jetzt schon ein ganzer Tag her, weil ich gestern Abend echt ratlos war, wie ich das jetzt nochmal retten sollte. Da habe ich mich heute nochmal motiviert, das Ganze nochmal neu zu machen. Ich hoffe, jetzt läuft alles. Ich habe eigentlich alle Einstellungen gleich übernommen. Hoffentlich bleibt dem jetzt auch so. Das ist wieder mal einer von diesen Schreinen, wo man jetzt direkt schon zum Ziel gehen könnte. Es wäre für einen Speedrun, wenn man das Zeichen der Währung brauchen möchte. Oder braucht, ziemlich gut. Aber wir wollen natürlich 100%, zumindest den 100% Move jetzt machen. Auch wenn wir nicht generell vorhaben, 100% zu machen. Nein, keine Sorge, Leute. Aber wobei das Breath of the Wild 2 vielleicht eine Idee wäre. Ja, lasst aber noch Zeit, ja. Also gucken, wie viel man das so erledigen muss. Und dann werde ich das Ganze schon überlegen. Nein, wir können hier nochmal optional in einen zweiten Raum gehen, um eine Kiste zu spielen. Meistens sind diese Kisten immer eine sehr gute Belohnung, weil man das ja komplett optional machen kann. Das kennen wir aus einigen Schreien, wie gesagt, schon. Ich muss darauf achten, dass wir jetzt genau in dieses Schild reinschießen, bevor ich jetzt weiterrede über das Thema mit der Auflösungsgeschichte. Kann man jetzt reinschießen? Nee, das ist halt schon echt wieder ziemlich dreist, was hier passiert, oder? Oh, wie Glück, Alter, dass diese letzte Plattform bewegt sich glücklicherweise sehr schnell hin und her. Nicht beim Raum davor, da war die, glaube ich, ganz, ganz langsam. Unfairerweise. Da hat man sich eher auf die vorigen Plattformen konzentriert und dann hat man die hintere so unterschätzt, weil die so langsam war. Nein, alles läuft super. So muss das sein. Da werden wir auch dementsprechend den Lot. Beide Kanonen im ersten Versuch geschafft. Ja, geübt, vorgeübt bin ich halt schon. Durch den Tag davor, aber trotz dessen, das ist kein schlechter Schrein. Aber auch hier die Zeit haben wir jetzt natürlich dadurch rausholen können. Aber wie schon erwähnt, um mal jetzt wirklich mal final diese Diskussion zu beenden und euch den Hinweis dafür mit auf den Weg zu geben. Nachdem ich das Ganze überprüft hatte, ist mir aufgefallen, dass das Bildformat aus irgendwelchen Gründen total ruiniert war. Das Video auf jeden Fall man nicht so veröffentlichen konnte, weil da irgendeine falsche Einstellung übernommen wurde. Und deswegen habe ich vor, jetzt dieses Video nochmal erneut aufzunehmen. Problem war halt eben,
Ich musste halt natürlich auf eine vorherige gespeicherte Datei zurücksetzen, weil ich ja selber gespeichert hatte nach dem Ende des Videos und dann wäre es halt während der Unterbrechung des Videos. Und natürlich kamen auch ein paar Autosaves dazu. Und was ich euch jetzt sagen wollte, die letzte Autosave-Datei, die das Spiel noch ja archiviert hatte für mich, war eben diese. Ja, hätte ich jetzt noch ein bisschen länger gespielt und hätte noch ein zweites Mal gespeichert, aus welchen Gründen auch immer, oder wäre noch ein weiterer Autosave gekommen, ich weiß ja nicht, wie sich das Ganze ersetzen tut, dann hätte ich jetzt sich ja einen anderen Autosave verstanden, was ich so 10 Minuten später bekommen, und dann hätte ich euch alles erklären müssen oder halt nach dem Schrein den Autosave bekommen. Das ist jetzt glücklicherweise nicht mehr der Fall und wir können ganz entspannt den Schrein hier nochmal im Video für euch erledigen. Ja, ich weiß jetzt schon, was ich heute vorhabe und was ich schon so erledigen musste. Es hängt auf jeden Fall mit den Quests der Ohren nichts zusammen, es ist nichts Bahnbrechendes passiert. Ich werde auf jeden Fall euch direkt zu dem Punkt bringen, wo wir weitermachen wollten, denn dort habe ich halt auf jeden Fall einiges vorzumachen, denn schließlich gibt es noch ein paar Quests, die bei den Ohren noch nicht durchgelabert wurden. Wir haben zwar das Gedicht schon abgeschlossen und diesen Schrein geschafft, hier gibt es eben noch andere Oris, weil habe ich schon wieder Oris vorhin gesagt. Ja, Ohren, es tut mir leid, ich habe gerade einen Ori-Let's Play laufen und da komme ich mit den Namen ein bisschen durcheinander. Aber auf jeden Fall haben wir noch mit anderen Bewohnern eben nicht gesprochen, sprich, gibt noch weitere potenzielle Quests, die wir entgegennehmen können. Und ich wäre auch kurz davor, euch das reinzuschneiden. Denn selbst jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, welche Person dafür der Auslöser war. Wobei, nicht ganz. Warte mal, ist das jetzt richtig, was ich mache? Ja, wir sind hier auf jeden Fall in einer beträchtlichen Höhe gewesen. Das Dorf der Ornis ist weiter unten. Wir sollten natürlich nicht riskieren, hier an Fallschaden zu sterben. Dann können wir die optimale Sicherheit gewähren, die wir ja auch im Master Mode ja angehen, weil wir da Permadeath spielen. Aber ich glaube, ich brauche euch jetzt hier nicht mehr zu erklären, was Permadeath ist, ja. Ja, wenn ihr jetzt wirklich bei diesem Video erst eingeschaltet habt, geht ein paar Videos zurück, dann wisst ihr, was ich mit Permadeath meine. Die erste Person, die wir uns wenden sollten, war ja die liebe Amalie. Mit ihr haben wir schon gesprochen. Hier haben wir nämlich die Quest getriggert gehabt, und zwar die Nebenquest. Warte mal, das ist jetzt hier. Mal weiter runtergehen hier, und zwar am besten filtern, dass wir das Dorf der Ornis haben wollen. Genau, hier finde Kiel. Amalies Tochter Kiel ist verschwunden. Wahrscheinlich ist sie allein zu den Brüderfelsen gegangen. Suche nach Kiel, damit Amalie sich keine Sorgen mehr machen muss. Und dann lebe durch den Magen. Das war diese Quest hier mit den Röstäpfeln. Die ist mir aber scheißegal. Bevor ich jetzt mich darauf begebe, will ich nochmal ein finales Mal mit allen Leuten hier gesprochen haben, um auch ja alle Quests entgegengenommen zu haben. Man kann ja glücklicherweise immer sehen, wenn der Quest noch da ist. Wenn du in die Nähe gehst, kommt immer so eine kleine Sprechblase und wenn da halt ein Ausrufezeichen davor ist, ist deine Quest. Also Leute, würde ich sagen, okay, das haben wir schon eine von denen, die wir auf jeden Fall später noch ansprechen müssen. Ja, die Quest weiß ich jetzt immerhin so ein klein wenig. Hab sie aber nicht komplett vollenden können, da muss ich dann halt schon unterbrechen. Ja, Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal kurz mit jedem Orni ganz kurz sprechen im Notfall und gucken, ob es noch ein paar Quests gibt. Dann würde ich die nämlich euch noch einschneiden und wir können das direkt alles zueinander abarbeiten systematisch. Sollte es kein Orni mehr geben, werdet ihr mich an der Stelle wiedersehen, wo ich gerade eben war. Wenn man jetzt so etwas genauer vor allem sich diese ganze Gegend hier anschaut und auch allgemein das Design des Spiels, wie alles aufgebaut wurde, designtechnisch, muss man einfach sagen, dass das Spiel ein Meisterwerk ist, ja. Jetzt, ich meine, als ich das Spiel privat gespielt hatte, ist mir das wahrscheinlich auch aufgefallen, doch jetzt durchs Display guckst du ja immer nicht mit deinen ganz scharfen Augen auf die ganzen Sachen so, konzentrierst dich sonst eher so aufs Gameplay und Kommentieren, doch so, wenn man manchmal so ein bisschen still ist und nach ein paar Quests sucht, da fällt einem dann schon auch ein bisschen was anderes beim privaten Zocken auf. Ja, deswegen ist es auch so, dass die Zuschauer immer etwas genauer hingucken können als der Streamer oder YouTuber generell. Nun mal, das sagen euch wahrscheinlich auch viele Leute. Aber das Spiel ist ultra schön, darauf wollte ich nochmal hinaus. Wirklich auch allein dieses Dorf, wie das, an welchem Punkt die das gebaut haben. Designtechnisch mit diesen ganzen Bäumen und Büschen. Ziemlich geil. Und ja, Amalie, ich bin jetzt auf der Suche nach deiner Tochter, ja? Oder nach diesem kleinen Mädchen, was sie da unbedingt wieder haben möchte. Ich habe jetzt auf dem Weg nichts mehr gefunden, keine Quest mehr, also begeben wir uns an die aktuelle, und zwar zu den Brüderfelsen, dort vorne hin zu gelangen. Dort soll sie sich aufhalten. Wir waren dort schon ein weiteres Mal, oder wir waren dort schon einmal. Wir haben ja lustigerweise zuerst die Außengegend hier erkundet und sind nicht zuerst zum Dorf der Ornis gelaufen. Deswegen waren wir eben auch bei den Brüderfelsen schon mal. Fand ich klüger, erstmal das Außengebiet fertig gehabt zu haben und jetzt ein bisschen die Quests nochmal abzugrasen. Dadurch haben wir nicht so viele stille Parts, aber jetzt wird eh wieder eine gewisse Abflauung kommen, denn ein paar Gebiete müssen noch erkundet werden. Aber weiter vor, also ja gut, und wenn wir dann in das Gebiet hier gehen und natürlich zum Master Schwert, ja, das brauchen wir auf jeden Fall auch noch, ja. Ich vergesse jedes Mal, dass ich auf der Datei noch nicht mehr Master Schwert habe, bei Master Mode halt eben schon. Alter, Link, bitte. Ich dachte, du kannst auch ein paar kleinere Risse in den Felsen erklimmen und nicht deinen Fuß da einknicken. Gut, egal. Jetzt, beim letzten Mal konnten wir hier bei den Brüderfelsen nichts machen, doch jetzt scheint hier dieses kleine Mädchen Kiel eben zu sein.
welche geflohen ist vom Dorf der Oni. Nachdem wahrscheinlich, oder vielleicht sogar davor, ich weiß es gar nicht mehr, wir mal Vamedo auf jeden Fall beruhigt haben. Ja, ich glaube, davor konnte sie nicht wegen Vamedo weg. Doch nun scheint er sich da oben ganz ruhig hinplatziert zu haben und sein nächstes Ziel, das Castle, ja, Schloss von Hyrule, entgegenzunehmen. Ich sehe gerade, da hinten ist irgend so eine Art Gewitter. What the hell? Okay, das ist wirklich, da sind wirklich Blitze drin. Schön gemacht, von Weitem kann man das schon sehen. Das ist nur eine andere Sorge. Wir kümmern uns nun um Kiel. Mensch, Kiel, kannst du einfach so abhauen? Kannst du nicht einfach so abhauen, meine ich. Jetzt reicht's. Diese blöden Gänse. Meine Schwestern und ich hatten ausgemacht, zusammen singen zu üben. Aber ich eine von ihnen ist gekommen. Wir müssen doch bald dem Häuptling bei den Brüderfelsen das Lied vorsingen. Wenn wir nicht üben, wird das eine völlige Blamage. Du siehst so aus, als wärst du dumm genug, ich meine nett genug, mir zu helfen. Bitte was? Sag meinen Schwestern im Dorf der Orni, dass sie nicht unsere Übungsstunden schwänzen dürfen. Auf mich hören sie ja nicht, aber wenn ein flotter Typ wie du das sagt, kommen sie sicher. Die einzige, bei der ich mir Sorgen mache, ist Genli. Ich wette, sie ist in der Küche und plärrt dort rum. Ich will Knusperlachs. Sie ist ganz launisch und will nicht mal an unserem Gesangsvortrag teilnehmen. Sie ist so nervig. Also zuallererst, Fräulein, solltest du mal an deiner Aussprache gegenüber Respektpersonen, ich glaube, es haben bestimmt schon mehrere Erwachsene zu euch gesagt, feilen. Aber es ist wirklich so. Die kennt mich gar nicht mal. Und schon tut die mich als dumm einschätzen. Das ist voll gemein. Ich werde ja nicht von so einem kleinen Mädchen wieder geroastet. Aber ich werde dir trotzdem helfen. Aber nicht, nicht wegen dir selber. Es geht hier eher um den Schrein, den ich dafür bekomme. Du hast mir deinen, also ich habe deinen Respekt nicht verdient. Deswegen verdienst du meinen auch nicht. Ganz einfach. Also, wir machen das Ganze für den Schrein, nicht für sie, aber dennoch müssen wir jetzt leider Gottes die Schwestern, die wir ja über die ganze Map schon so sehen konnten im Dorf der Orni, zusammentrommeln und nun zu unserer Kirche bringen. Sie sollte nur ein bisschen an ihrer Frechheit ein bisschen noch rumschrauben. Ansonsten glaube ich, dass die anderen nicht so sind. Okay, Molly gehört anscheinend nicht dazu zu diesen. Sie scheint wohl, was weiß ich, zu wem zu gehören noch, vielleicht sogar auch zu Saki und Teba. Das Traumpaar hier. oder zu sonst dem. Auf jeden Fall gehört sie nicht dazu. Hier haben wir witzigerweise diese Genli. Die scheint schon nicht gerade sehr, ja, freut zu gucken. Sie will anscheinend diese Knusperlachs haben. Hunger, Hunger. Ich will Knusperlachs. Was? Kiel will, dass ich das Lied üben komme? Nö, ich, ohne meinen Knusperlachs gehe ich nirgendwo hin. Ich habe meinen Schwestern gesagt, ich würde zum Üben kommen, wenn sie mir einen Knusperlachs machen. Das sind sie wirklich losgezogen, um die Zutaten zu kaufen. Deshalb sind sie jetzt nicht hier. Ich, ach Menno, ich habe keine Lust auf Singen, aber auf einen schönen heißen Knusperlachs, dafür umso mehr. Wo sie die Zutaten kaufen wollten? Natürlich bei Frechspatz mit den spitzenmäßigen Preisen. Ja moin. Es wird auch in die Werbung rausgehauen, in ihren Wutsatz. Als ob, wenn deine Freundinnen sich jetzt schon extra Mühe machen, dir einen Knusperlachs anzufertigen, ja, die ist wahrscheinlich genauso sieben wie du, solltest du dich schon geehrt fühlen und zumindest das entgegennehmen. Und das als Belohnung sehen, dass sie dir einen Lachs machen und nicht noch so wütend sein. Und vielleicht sogar zuerst mal singen kommen. Na gut, dann werden wir gucken. Ihr wisst ja, wo Frechspatz ist. Das mache ich jetzt auch einfach mal mit euch zusammen. Da unten ist es schon. Und dabei, die beiden Orni-Kinder haben wir ja schon gesehen. Als wir das letzte Mal hier drin waren. Nur, da waren noch zwei da. Jetzt ist nur noch die Gulli hier. Okay, Gulli, kannst du mir ein bisschen Hinweis geben? Ja, guck mal, ich habe Ziegenbutter bekommen. Hm, warum ich nicht das Lied übe? Oh je, das hatte ich ja ganz vergessen. Nimm du bitte die Ziegenbutter, damit kannst du einen tollen Knusperlachs zubereiten. Da solltest du Genli in der Küche servieren. Und den solltest du Genli in der Küche servieren, so ist es richtig. Wenn sie erst mal satt ist, will sie bestimmt auch wieder singen. Na, ich hoffe mal. Nan ist leider irgendwohin abgehauen, nachdem sie ihren Teil der Zutaten besorgt hatte. Wahrscheinlich übt sie wieder an einem hohen Ort das Lied. Kahn wollte Maxilachs fangen gehen. Ich nehme an, sie versucht ihr Glück an dem kleinen Teich am Eingang des Dorfes. Da waren wir schon mal. Da haben wir unsere Maxilachse ebenfalls gefangen. Ich glaube jedoch, wir müssen sie, also selbst wenn wir jetzt den Knusperlachs, weil wir ja schon Maxilachs gefangen haben, zubereiten für Genli, können wir nur sie befriedigen. Es fehlt dann halt immer noch diese Kahn, weil die müssen wir halt zumindest auch ansprechen. Deswegen müssen wir so oder so darüber. Der Teich war hier vorne, wenn ich mich recht entsinne, nur ein erhöhter Ort. Also, ich kann mir gerade nicht wirklich viel vorstellen. Also, ist sie wirklich auf zu den Titanen hochgeklettert? Das kann ich mir momentan, wie gesagt, nicht vorstellen. Aber im Notfall laufe ich den ganzen Weg nochmal hoch und werde da ein bisschen irgendwo hochklettern. Vielleicht ist sie ja auch da oben irgendwo. Auf diesen ganzen einzelnen Felsen, die man hier sehen kann. Kann man ja schon mal einen Blick drauf werfen. Ansonsten werden wir natürlich zu dem Teich darunter gehen. Vielleicht sind die beiden ja an einem ähnlichen Punkt. Hier, da drüben könnte sie sein. Bei dem Schrein glaube ich irgendwie nicht. Sie könnte aber auch auf einer dieser Vorplattformen sein, irgendwie. Ja, das werde ich euch zusammenschneiden, wo es sich befinden soll. Auf einen ganz weit entfernten Punkt wie dort kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, dass die jungen Ornis noch nicht fliegen können.
Das weiß ich nicht. Den Teich, wie gesagt, schon mal gefunden. Der ist hier. Wie gesagt, hat für uns wichtigen Maxilax parat. Es sind hier wieder welche drin eigentlich. Okay, egal. Zuerst sollten wir mit Kahn sprechen, genau. Hapladi, ich habe einen Maxilax gefangen. Hm, was willst du? Ich soll das Lied üben gehen? Ah, das hatte ich ja über die Aufhebung mit dem Fisch ganz vergessen. Oh je, ich sollte schleunigst zu Kiel laufen. Die wird sauer sein. Hier, nimm diesen Maxilax und mach Geli einen schönen Knusperlachs damit. Ich hoffe, dann kriegt sie sich endlich mal wieder ein. Also dann, viel Erfolg beim Kochen. Danke. Traurigerweise tust du immer noch hier rumstehen. Mach dich mal bitte weg jetzt. Ne? Nein, auf die andere Art und Weise ist es so, dass man vom Spiel gar keinen Hinweis bekommt über die dritte Zutat, die man benötigt, um Knusperlachs zu machen. Man möge meinen, einfach nur Knusperlachs und ein bisschen Ziegenbutter reinzuwerfen, reicht schon. Vom Namen her würde das auch passen, weil dann hast du so einen schönen Knusperflair drin durch die Butter, wenn du den ja Lachs damit brätst. Aber das reicht nicht. Man braucht noch eine dritte Zutat. Das musste ich beim ersten Playthrough auf schwierige Art und Weise erfahren und hab da gegoogelt. Aber das kann man ja jetzt auch im Endeffekt ganz kurz abkürzen. Weniger Arbeit für mich, weniger Arbeit für euch. Ich glaube, diesen Fail wollt ihr eh nicht sehen, weil das eh kein besonderer Fail ist. Natürlich, Fails sind immer einmalig nur vorteilhaft und werden dann natürlich nicht mehr so gut sein. Hier scheint jemand einen Weg rüber zu finden. Okay, das könnte man darauf schließen, dass sie sich vielleicht doch... Ich dachte gerade, dass jemand einen Singen gehört hatte. Okay, dann doch nicht. Weil ich weiß, dass diese Schwestern hier oder diese Freundinnen hier singen irgendwann mit der Musik. Der Weg hier rüber könnt ihr darauf schließen, dass sie sich hier vielleicht sich befindet. Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist so lange her und habe dieses Orni-Kit habe ich eben auch nicht mehr gesammelt, als ich dann halt in meinem Stream angefangen hatte und somit meine Aufnahme unterbrochen hatte. Ja. So, bist du hier? Nö, aber hier ist ein Krok. Dass sie doch nicht mitgenommen haben, ist traurig. Gut, dann hat der Krok eben den Weg hier rüber genommen. Ja, die können ja anscheinend auch nicht fliegen. Wobei, doch können sie. Aber einige machen es, andere wiederum nicht so. Schön, dass ihr Plattform jetzt hier auch so blau leuchtet, weil wir ja diesen Schrein schon abgeschlossen haben. Gut, dann würde ich sagen, was die dritte Zutat ist, erfahren wir nur von dem dritten Orni, welchen ich hier gerade eben schon verzweifelt suche. Doch von der lieben Goli, oder wie sie hieß, welches uns das ja gesagt hat, die hellblaue gerade eben. Sie hat uns ja nur von dem Maxilax was erzählt, dass sie noch eine Zutat sammeln möchte. Aber ich glaube, dass sie die Tarn oder wie die andere hieß, die wir ja jetzt suchen wollen, dass die auch eine Zutat nebenbei ebenfalls gefarmt hatte. Das wussten wir nicht, weil da wurde ja nur gesagt, dass sie üben geht auf einer erhöhten Position. Keine Ahnung, aber dass sie da noch eine weitere Zutat hat, das muss man erraten. Wie schon erwähnt, habe ich auf schwierige Art und Weise mitbekommen müssen. Ich werde mich darum kümmern und sie finden und euch davon berichten, auf jeden Fall. Bis gleich. Ach, da ist sie, ey. Ich habe jetzt ernsthaft mehrere Minuten gebraucht dafür, weil ich echt nicht wusste, wo sie war. Ja, es gibt ja dieser Orni-Felsen, dieser Große hat ja verschiedene Ebenen. Sie scheinen sich auf dem untersten zu befinden. Ich dachte mir gerade schon, so ein Kind kann doch nicht so hoch geklettert oder geflogen sein. Selbst wenn sie es schon sollte oder schon können sollte. Bin dann nach ganz oben. Bin von oben langsam nach unten geflogen und hier sieht man sie wenigstens. Immerhin scheint sie wirklich das zu tun, was man von ihr erwartet, und zwar singen, sodass ihre Noten, die da rauskommen, einen kleinen Hinweis geben, wo sie sich befindet. So. Nan war es. Okay, Nan warst du. Lulala, 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 lulala. Okay, alles cool. Das war die Rückkehr des Helden nach der Besänftigung des Monstervogels, Strophe 1. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, verehrtes Publikum. Was? Unsere Gesangsübungen bei den Brüderfelsen? Natürlich habe ich das nicht vergessen. Aber meine Schwester Genie wollte unbedingt Knusperlachs essen. Da mussten wir uns aufteilen, um die Zutaten zu kaufen. Ich habe meinen Teil schon längst erledigt. Deshalb übe ich jetzt hier ein wenig unser Lied. Ich hätte Ki wohl Bescheid sagen sollen. Ich werde schnell zu ihr gehen. Ach ja, ich gebe dir diesen Tabanda-Weizen. Bitte koch einen tollen Knusperlachs für Genie. Denn wenn sie den nicht bekommt, weigert sie sich mit uns, das Lied zu üben. Naja, eigentlich glaube ich, das ist nur ein Vorwand. Aber egal, viel Erfolg. Glaube ich auch. Und das ist auf jeden Fall sehr frech von ihr. Gut, man hätte jetzt schlussfolgern können, sie war ja auch im Laden, dabei hätte man davor drauf geachtet. Danach kann man sie ja nicht mehr dort sehen. Und ich glaube, Ki sagt ja auch, oder die Person hier, die Genie, sagt ja auch, dass zwei unten Zutaten geholt hatten. Und wenn halt die Goli keine Zutat geholt hatte. Doch, das ist wieder falsch gewesen. Also auf jeden Fall, man kann, glaube ich, darauf schlussfolgern, dass sie auch Zutaten gefarmt hatte. Ich habe es aber nicht schlussfolgern können, weil es keinen Hinweis dafür gab für mich. Zumindest, ich muss kurz gucken, wo war. Ach, da hinten war der Ofen, perfekt. So, witzigerweise sind die ganzen Orni-Kinder von, weil das ja Quest-Kinder sind in dem Beispiel, nicht am Schlafen. Die sind den ganzen Tag wach, damit wir sie auch finden können zu jedem Zeitpunkt. Dafür bleibt sie sogar wach, die Genli, um ihren Knusperlax zu bekommen und die anderen für ihre Gesamtübungen die ganze Nacht wach zu bleiben. Sehr, sehr lohnenswert. Ich hoffe, das sieht auch wenigstens gut an. Na gut, wie schon erwähnt, die Tabanda-Weizen jetzt hier noch zu benötigen, das muss man auch erst mal wissen.
Im Endeffekt ist es scheißegal, wir haben alle drei Zutaten und mehr bekommst du von mir nicht. Hier, alle Zutaten, die deine Schwestern gefarmt haben, ich werde sie dich kochen. Lass so ranzig werden wie möglich. Maxi Knusperlachs erhöht zeitweise die maximale Anzahl Herzen. In Mehlgewänder, In Mehlgewendeter und dann gebratener Maxilachs. Die knusprige Haut muss man geschmeckt haben. Er sieht schon sehr, sehr lecker aus, auch wenn ich, wie gesagt, kein Fischfreund bin. Das sieht halt ultra lecker aus. Naja, komm. Link kann immer wunderbar kochen. Dann wirst du jetzt gehen, die das mit Freude entgegennehmen. Hunger, Hunger, ich will Knusperlachs. Nanu, was duftet denn hier so herrlich? Das kann doch nur eines sein. Wie sie diese roten Wangen bekommen hat, oder hatten die das generell schon gehabt? Ich habe keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade hier mehr auf. Knusperlachs? Ist der für mich? Bestimmt, oder? Nimm. Guten Appetit. Hoffe, ich kann es im Hals stecken. Nein, natürlich nicht. Ich gönne ihr, wenn sie Hunger hat, soll sie es bekommen, aber trotzdem, also. Naja, einige brauchen einen Motivationsgrund. Das ist bei Hausaufgaben genau das gleiche. Einfach auch mal so ein paar Runden davon noch zocken. Wir kennen es ja alle. Oder entspannen, bevor man sich ja die Hausaufgaben macht. Ich verstehe es ja jetzt. Hier ist halt Essen gewesen. Yippie, vielen Dank. Oh, das ist ja so geil. Ah, jetzt bin ich aber voll. Was mit meinem Versprechen ist? Tja, ich fürchte, das muss ich jetzt einhalten. Eigentlich singe ich gerne, weißt du. Aber ich kriege nur so schlimmes Lampenfieber, wenn mir fremde Leute zuhören. Deshalb hatte ich so eine Angst vor dieser Vorführung. Aber vielleicht wird es ja besser, wenn ich fleißig mit meinen Schwestern übe. Danke nochmal für den Knusperlachs. So etwas Leckeres habe ich lange nicht mehr gegessen. Ich werde beim Üben alles geben, also komm doch später mal vorbei und hör es dir doch mal an. Gerne. Ich meine, ich habe es ja nicht ohne Grund gemacht. Auch wenn ich, wie gesagt, eigentlich eher wegen dem Schrein hinterher bin. Anscheinend scheinen diese Kinder irgendwas mit dem Schrein zu tun zu haben. Wir sollten jetzt alle Schwestern zusammen haben. Sprich, wir können jetzt ganz entspannt bei Ki ankommen. Und weil wir den Weg gerade eben schon gesehen hatten, werde ich euch ganz kurz fix reinschneiden. Ja, bis wir bei Ki angekommen sind. Jupp. So, da wären wir. Zwar tief in der Nacht, wo keins dieser Kinder mehr eigentlich wach bleiben sollte, aber immerhin haben sie sich nun alle versammelt und selbst in der Nacht zu üben, wie gerade schon erwähnt, ist schon sehr lobenswert. Fangen sie an. Ich meine, das ist schon irgendwie niedlich, wenn die jetzt alle, weil die auch alle gleich aussehen einfach. Sind das irgendwie Zwillingsschwestern, nur mit anderen Federn? Das ist auch generell die Besonderheit bei diesen ganzen Ohren, diese Federfarben. Falls nicht, sehen sie halt sehr ähnlich aus, was ich cool finde. Witzigerweise spielen sie hier gerade ein Lied. Ich werde mal ganz kurz mit einem von denen reden. Zwar mit Ki am besten, oder? Vielen Dank für alles. Alle meine Schwestern sind da. Dann fangen wir mal mit unserer Probe bei den Brüderfelsen an. Du willst doch sicher mehr über das Lied wissen, oder? Der Häuptling hat uns alles darüber erzählt. Es ist ein ganz, ganz, ganz altes Ornilied. Meine Stimme gerade wird hier einfach, aber es ist einfach zu hoch. Naja, kleine Mädchenstimme nachzumachen ist zu brutal für mich. Mit dem früher die Brüderfelsen angebetet wurden. Die Brüderfelsen sind übrigens die fünf Felsen hinter uns. Mit diesen Händen, witzigerweise. Der Text ist etwas komisch und schwer verständlich, aber irgendwie auch faszinierend. Wenn das Lied der Maiden erklingt, auch der Wind im Steine singt und den Helden zum Ziele bringt. Wenn das Lied der Maiden klingt, okay, das könnt ihr sein, wahrscheinlich. Wie die eine gerade hier noch am Dauersingen ist. Oh Gott, sollten jetzt schnell durchlesen, bevor sie jetzt irgendwann ihre Stimmbänder ruiniert oder keine Luft mehr bekommt. Auch der Wind im Steine singt und den Helden zum Ziele bringt. Okay, klingt schon mal interessant, ja. Verstehst du, was das heißen soll? Ach ja, ich wollte dir noch meinen Schatz geben, als Dank dafür, dass du meine Schwestern gesucht hast. Tada, ein Krogfächer, aber deine Tasche ist ja zum Bersten voll. Wirf doch mal alles weg, was du nicht dringend brauchst. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Wir bekommen ja nicht einfach so einen Krogfächer geschenkt. Leider Gottes finde ich meine Waffe einfach zu geil, um die wegzumachen. Hier bin ich wohl zwischenzeitlich gezwungen. Ich hoffe, die Dinger, die spawnen nicht, wenn ich die jetzt einfach hier ablege. Und zwar das einfach eins der Königsschwerter, werfen einfach mal weg, genau. Hoffentlich bleibst du liegen. Zur Absicherung noch ein Foto machen, soll ich das noch nicht getan haben? Ist schon erledigt worden? Okay, perfekt. Gut, dann will ich aber mit den anderen ganz kurz reden. Nan? La, lululula. Siehst du, ich hab viel geübt. Genau. Ah, jetzt singen die da wirklich. Okay, die machen es nochmal. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Die tun jetzt die ganze Zeit so ein Lied üben
Und wir müssen da, glaube ich, diese Brüderfelsen mit dem Krogfächer bewinden. Stand ja auch so da irgendwie. So, vielen Dank nochmal. Ja, genau. Also, ich werde erstmal ganz fix dieses Teil hier entgegennehmen. Ja, ja, sag nochmal alles neu. Cool. Ja. Genau. So, der Krogfächer haben wir. Einen Schaden. So, steht doch was da? Oder war? Da, ein Krogfächer. Besuch doch mal, versuch doch mal damit, Wind durch die Brüderfelsen zu wehen. Das macht ganz tolle Geräusche. Ihr bekommt nochmal einen direkten Hinweis von ihr. Brüderfelsen-Eintrag. Die fünf Schwestern singen ein traditionelles Lied aus dem Dorf der Orni. Es enthüllt unter anderem diese Zeile. Wenn das Lied der Maiden erklingt, auch der Wind im Steine singt und den Helden zum Ziele bringt. Ob sich dahinter vielleicht der Weg zu einem Geheimnis verbirgt? Eigentlich kann man jetzt eins zu eins zusammenziehen, wenn man das weiß. Diese Quest hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Wie gesagt, aber das habe ich jetzt wirklich schon, das war nicht in der letzten Aufnahme mit drin und das ist schon wirklich sehr lange her. Hier sind ja Löcher drin. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, hier mal rangehe, spielt das Ganze ein Theme. Ich werde erstmal dafür meinen ausnahmsweise mal auch in der Aufnahme meinen Sound resetten. Das mache ich normalerweise immer im Livestream, denn ich höre auf einer anderen Audiospur, sowohl im Livestream als auch in der Aufnahme als ihr, ich höre einen zunehmend asynchroneren Sound. Keine Ahnung, woran das liegt. Hat das mit dem Desktop-Audio zu tun, das ich höre. Und deswegen ist das nämlich so. Spielt erstmal keine Rolle. Auf jeden Fall wollte ich jetzt extra dafür mal den Sound resetten, denn durch ganz kurz ein- und ausstellen des Soundes, was ihr nicht hören solltet oder ganz kurz nur merken solltet, kann ich meinen Sound zeitweilig wieder resetten und halt wieder synchron machen. Und das brauchen wir jetzt für diese Quest hier. Also, deswegen werden wir jetzt erstmal was Mittelhohes versuchen anzupeilen. Das ist ja tief. Noch tiefer. Sehr hoch. Etwas weiter unten. Ach, es ist sogar eine Farbe angezeigt. Oh, cool. Aber nur, wenn man mit dem richtigen anfängt. Okay, super, dann kann man ja sogar visuell schaffen. Leute, die vielleicht ein Hörproblem haben eventuell. Gut, dann werden wir mit dem hier anfangen. Zack. Mittlerer Ton. Ich glaube, das Ding war sehr hoch hier. Das war falsch. Dann war es eins daneben. Dann war das doch eins weiter links. Hier, zack. Und dann warst du das, oder nicht? Der so hoch vom Ton war. Ja, aber ist trotzdem der falsche. Okay, nochmal neu. Es gibt noch einen höheren Ton. Mal gucken, welcher Ton noch höher ist. War das der hier, der noch höher war? Nein. Hä, welcher war denn noch lauter? Der hier? Es muss ja da hinten eigentlich sein. Vielleicht dürfen wir uns einfach nicht bewegen oder so. Vielleicht hat es einfach deswegen nicht funktioniert. Oder es gibt nur beim ersten einen Hinweis, so den Beginner-Hinweis und dann überhaupt nicht mehr. Das ist natürlich unfair. Gibt es hier sogar beim Lesen einen Hinweis eigentlich, dass das auch Musik machen kann unter Umständen? Da wird nicht angezeigt. Okay, dann, okay, wir machen es nochmal neu. Ja. Es muss eigentlich dieser Stein hier gewesen sein. Oder war das der hohe? Ja, es ist sogar angezeigt. Super. Genau, jetzt wird angezeigt. Der hier. Dann ging es etwas tiefer. Ach, guck mal. Oh, lol, die Finger haben hier sogar andere Formen jedes Mal. Ja, da gibt es ja übel viele Hinweise. Dann, glaube ich, war es die gelbe. Also, das ist jetzt von der Ansicht die 4. Das ist der hier, oder was? Ach, das ist der blaue. Ja, das war der blaue. Ganz genau die 4. Die gelbe müsste dann, warte mal, wenn man von da anfängt, dann die 2 sein. Also, dieser hier eventuell. Das war falsch, okay. Scheiße, okay, dann, okay. Ja, das ist ja total einfach. Okay, das ist ja übel machbar. Ja, 4, 5, 3, okay, die 3 und dann die 1, okay. Also nochmal 4, 5, 3, 1, das reicht. 4, 5, 3, 1 kann ich mir merken. Ja, dann ist ja total easy. Da muss man nicht mehr abhören, aber das ist trotzdem cool. Also für die ganzen lustigen mich, die das mehrere Male nicht hinbekommen haben, so 4, 5, die können dann es mit den visuellen Effekten schaffen. So, ich glaube, wir müssen da draufbleiben. Deswegen wird jetzt auch gerade blau, dieses Podest hier. 4, 5, dann 3 war es und nicht 2. Okay, dann war es eben zuerst die grüne. So. 3, dann 1, glaube ich. Die kam dann danach. Exakt, und dann noch die 2 und die ist hier. Hätten wir es doch. Krass. Es ist ja wirklich einfach. Also es gibt erstmal einen Sound. Den brauchst du ja mindestens. Dann gibt es diese Finger da oben, wie sogar die so daneben standen. Da kann man, muss man nur eins und eins zusammenziehen. Das übrigens habe ich total vergessen, dass das mit den Fingern ebenfalls zu sehen war. Komischerweise, dass diese Form, das finde ich echt witzig, wie diese Steine in dieser Form so, ja keine Ahnung, einen anderen Finger oben drauf haben, wenn diese Brüderfelsen wirklich damit zusammenhängen und wirklich erschaffen wurden. Und dass sie sich genauso hingestellt haben mit ihrem Lied. What the hell? Oh, schaut mal! Hab ich gemacht. Ich kann's alleine. Ihr habt mir nur ein bisschen helfen dürfen. Die alle die gleiche Frisur haben. Na nun, seit wann ist denn da ein Haus? Das ist kein Haus. Das ist der Schrein, von dem der Häuptling gesprochen hatte.
Wie toll, dieses Geheimnis haben die Brüderfelsen also die ganze Zeit behütet. Mhm. Das müssen wir Mama erzählen, aber so schnell. Okay, die sind wirklich alle, gehören wirklich alle dazu. Okay, perfekt. Ja, schnell! Okay, Freunde. Dann euch auf jeden Fall viel Erfolg bei der Probe. Bis dann! Dass ihr das jemals auch schafft. Ihr werdet unseren Häuptling, oh, Unsinn, ihr werdet euren Häuptling glücklich machen. So. Oh, das sieht man gerade im Hintergrund so ein bisschen. Das ist ja cool gemacht. Los, wer zuerst der Mama ist. Ja, auf die Plätze, fertig, los. Die sind alle aufregend. Das ist schon eine witzige Sequenz. Oh nein, die blaue ist hingefallen. Ich mag die blaue doch. Zumindest von der Farbe halt. Ja, blau ist ja mit Lieblingsfarbe mit von den Farben hier. Nee, schöne Quest zum Abschluss. Super, so muss das laufen. Die Brüderfelsen. Ich würde sagen... Oh, guck mal, der Krog hat auch zugeschaut da hinten. Hoffentlich hat dir unser Lied gefallen. Jetzt können wir glücklicherweise diesen Kopffächer wieder loswerden und können unsere Königsfeld wieder mitnehmen. Das freut mich sehr. Wir rüsten ist auch aus direkt. Genau, wir haben ja noch ein paar übrig. Genau. Also, wie gesagt, es gab die Fingerhinweise, wie die dann auch so perfekt gestanden, lustigerweise. Was für ein Zufall. Als ob die das gewusst hätten, ja. Als ob die mehr gewusst hätten eigentlich und nur so gespielt hätten. Und uns genug Hinweise gegeben hatten. Dann gab es... Ein Hinweis, einen visuellen Hinweis bezüglich dieser Musiknote, dass du eigentlich auch einfach durchprobieren könntest, jedes Mal, wenn eine Musiknote erscheint und das in Kombinations-, also im Ausschlussverfahren halt. Und natürlich dann noch die Finger, ja. So, aber das scheint ja wirklich noch ein richtiger Schrein zu sein, Wege des Windes. Das war eine extrem lange Quest und trotz dessen werfen die uns jetzt hier noch einen Schrein entgegen. Ja, der scheint doch enorm nach oben zu gehen. Ja gut, ich würde sagen, machen wir ihn jetzt einfach mal. Wenn er jetzt sehr lange gehen sollte, na gut, dann werde ich euch das zusammenschneiden oder halt... Da wird jemand XXL-Part. Hm, kann ich jetzt auch nicht wissen, dass das jetzt hier etwas länger geht. Aber willst du machen? Ja. Ich überlege es mir zumindest, wie ich es machen werde. So, das ist doch sehr lange gehen, werde ich vielleicht das doch irgendwie anders zurechtschneiden, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es ja doch nicht so weit. Auf jeden Fall war schon mal ein langer Weg, der uns nach oben geführt hatte. Ja. Nun. Sesam, öffne dich. Oh. Lul. Oh, lol. Okay, krass. Oh ja, das sieht wirklich groß aus. Aber vielleicht ist es ja doch recht schnell gemachtbar. Hier ist auf jeden Fall das Ziel. Wir müssen jetzt diesen Wind entlang gehen. Passt jetzt ziemlich gut zu den Oris hier. Das Windtal kann man ja auch dazu sagen. Nur sehr gefährlich, wie so eine Falltür. Das war schon ein kleiner Jumpscare, der da uns angezeigt wurde, so ein klein wenig. War schon etwas fieser. So, alles wird vom Wind hier gesteuert. Wie gesagt, passt sehr gut zu den momentanen Theme von dem Oridorf generell. Wir dürfen nicht getroffen werden. Sollte dies geschehen, werden wir nur weggestoßen und ich glaube, wir werden so weggebamst von diesen Stacheln, dass wir, ich glaube, uns nicht mehr retten können und in die Lava-Portal fallen. Und auch wenn wir nur ein Leben verlieren, sollte unser Link auf keinen Fall diesen Schaden bekommen. So, war das die einzige Kiste? Nein, war es nicht. Aber wir haben die Schlüssel schon mal. Das heißt, es gibt nicht mehr viel. Ja, wir können jetzt dahin fliegen halt. Oh Gott, die Beschleunigung ist ziemlich stark. Kritisch. Ich glaube, der Schlüssel ist jetzt sicher. Das Material, aus dem der auch besteht, ist auch generell etwas interessanter aufgebaut. Ich sehe gerade nur noch ein paar weitere Windturbinen. So wie diese hier. Ja, das ist etwas schwieriger zu timen. Ja, schwierig. Aber wir haben es geschafft. Dann komm du mal her. Was haben wir denn hier? Ein Feuerschwert mit Weitwurf. Ja, das ist ja wieder eine Plattform, wo ich jetzt wieder ein Schwert aufgeben muss dafür. Macht halt 24 Schaden. Ich weiß nicht, wie oft ich schon das hier verwendet hatte, aber so elementar haben wir auch eine Lanze momentan dabei. Ihr braucht ein bisschen so oder so öffnen für den Schrein, um ihn abgeschlossen zu haben wenigstens. Dann werde ich jetzt mal ausnahmsweise eventuell eins der Königsschwerter hier aufgeben. Ach, das ist sogar liegen. Okay. Es will gar nicht mal von uns weggeworfen werden. 24 Schaden. Wir halten Lanze. Die Lanze haben wir auch ab und zu schon verwendet im Kampf. Es ist halt genauso stark wie die Lanze. Wir waren aber noch recht entspannt mit der Lanze. Also wir haben noch nicht so viel eingesetzt im Angriff. Ja, wir werden aber noch weitere Königsschwerter bekommen. Ich werde mir die Elementarwaffen drinnen lassen. Ist in Ordnung. Ausnahmsweise nur. Wenn wir noch ein anderes Königsschwert bekommen sollten und ich das Feuerschwert schon ein bisschen abgenutzt hatte, werde ich es wieder austauschen, ja? Andersrum austauschen. So, alle Kisten haben wir. Schlüssel ebenfalls. Ihr wisst ja, die Stacheln, da werden wir extrem weggebamst. Keine Ahnung, warum dem so ist, aber ich nehme es mal nur als Amüsantheit entgegen, wie es immer so aussieht. Aber ich will natürlich unseren Link nicht mutwillig verletzen. Es hat dann trotz dessen nicht sehr lange gedauert. Es war nur ein klein bisschen hin und her fliegen. Also total machbar. Aber wenn man bedenkt, dass es 120 Schreine in dem Spiel gibt, glaube ich. Und dann auch so ein paar DLC-Schreine, die noch oben drauf kommen normalerweise. Da jetzt, sage ich mal, übelst ausgeklügelte und heftige Quests zu machen. Das bedarf noch viel, viel mehr Programmierung. Und das Spiel hat jetzt schon wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit bekommen zu programmieren. Das Spiel ist nämlich sehr, sehr gut. Und das wird auch
gut geehrt. Eines der besten Nintendo-Spiele. Soll wohl auch bei einigen Seiten das beste Nintendo-Spiel all-time gewesen sein. Andere wiederum, also von den Metascores und sowas her. Auf anderen Seiten wiederum ist immer noch Ocarina of Time auf Platz 1, weil das auch revolutionär war mit dieser Open World und so. Aber Breath of the Wild hat das Ganze einfach noch in eine andere Ebene erhöht und hat einfach diese Linearität in Zelda stark aufgeschoben. Gut, wir haben jetzt einen sehr langen Part gehabt, das gebe ich zu. Aber wir haben immerhin alle die ganze Kiel-Quest abschließen können. Ja, die war auf jeden Fall ordentlich. Im nächsten Part werden wir, was weiß ich, was werden wir da machen? Es gibt noch ein, ja genau, werden wir vielleicht. Achso, es ist noch nicht mal ganz fertig geworden, die Quest. Okay, ich werde es mal direkt anpeilen für den nächsten Part. Guy hat bei den Brüderfels Danit geübt, berichtet Amalie, dass sie sich in Sicherheit befindet. Ach so, stimmt. Heißt im Endeffekt, die Quest, die wir von Guy hatten, hat mit einem anderen Schrein zusammengehangen. Und die Original-Quest war eigentlich nur Kiel zu finden, das stimmt doch, wir hätten das besser lesen sollen. Im Endeffekt spielt es ja keine Rolle, wir haben es trotzdem geschafft. Hier diese großen Rubine im Hintergrund, die sehen ganz cool aus. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Dann haben wir zwei Quests auf einen mit einem Schlag abschließen können. Im nächsten Mal werden wir nochmal die letzte Kleinigkeit im Oridorf, Oridorf sag ich schon wieder, ja moin, Alter. Im Oridorf erledigen, so ist es richtig. Mensch, ich muss wieder in meinen Kopf reinbekommen. Und werden uns daraufhin dann darum kümmern, den Rest der Karte zu erkunden, und zwar den unteren Teil, ja? Dann wird es zum nächsten Gebiet und zum Masterschwert gehen. Also nicht mehr lange, und indem wir zu seiner alten Stärke wiedergefunden haben mit seinem Schwert. Lasst mir auf jeden Fall einen Like, wenn euch der Part grundsätzlich gefallen hat, und ein Abo. Und nun habt noch einen schönen restlichen Tag oder einen schönen kommenden Tag. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall zurück zum nächsten Part. Ciao, meine Freunde.